So, willkommen zurück hier mit dem Spiel Quantic gegen ESC Gaming. Trouble, bist du noch da? Ja, sicher. Jetzt sind wir Hast endlich mal du hier. ein richtiges Match? Team. So, hast du den Chat gelesen? Die spielen ja irgendwie auf nicht der Workshop-Map. Das sind irgendwie nicht die Standard-Models, oder? Schau dir das mal an. Ja, ist mir auch schon aufgefallen. Die T's sind auf jeden Fall ein bisschen anders, ne? Ja. Die Cities sind gleich. Scheint an der an der Map zu liegen, aber gut. Viel Auswirkungen wird das sicherlich nicht haben. So, wer konnte sich jetzt hier eigentlich die Seite picken? Ich hab mich gerade übersehen. Scheinbar. Also, eigentlich müsste es ja Quantic sein, die die Seite picken dürften, oder? Aber irgendwie sieht es ja nach ESC aus, weil da die CD sind. Da hat ESC wahrscheinlich nur zwei Maps rausgerotet. So, aber Pistol geht eher in ESC. Darf ja auch nicht vergessen, dass hier auch in den Finals Cage, Dust und Mill im Map-Pool sind, ne? Das Also. stimmt, ja. Ich bin sehr. Vielleicht sehen wir auch solche Maps mal. Ja, bin ich auch sehr gespannt. Also Obwohl Dust es 1 unwahrscheinlich bezweifle. Ja, ist. Dust 1 bezweifle ich ganz stark. Cache, ja, mal gucken. Mill ist ja auch Ja. nicht so schlecht. Ja. Also Dust 1 wird auf jeden Fall 100% von jedem Team rausgewählt. Aber Ja. Cage und Mill hat man ja auch schon während der regulären Saison ganz gute Taktiken auch gesehen, wenn man ehrlich Ja, ist. fand ich auch. Ihr wart auch gar nicht so schlecht, glaube ich, auf der Map. Ja, Ich glaube, Patch war es ganz okay, aber. wird das, glaube ich, sogar geschlagen. Na gut. Glaube, dass wir nicht so viel geschlagen haben in der ESEA, sonst. Glaube, wir haben Sonst. Virtus auf Train geschlagen. Aber das war nicht in der ESEA. Okay. Und zwar im Internet mit Nex. Ach, egal, ein anderes Thema. Gerne mehr davon. Gucken wir jetzt mal hier aufs Spiel. Ja, First One ging an EC, wie wir gar nicht mitbekommen haben, und Anti-Eco auch souverän. Die haben noch nicht gekauft, Bombe noch nicht gelegt. Ah. So, mal schauen, wie Pascha heute performt. Ob er noch Nachwirkungen hat von seiner Lungenentzündung. Lungen, oh. Ja, war Lungenentzündung. Okay. Also schon relativ ernst. Ich glaube, die Spieler von ESC haben dann doch noch Christiana in Kopenhagen besucht. Wen haben sie besucht? Ach, oh, Christiana ist eine lange Story. Okay. Kennst du das nicht? Nee. Ach. Also so ein Puff oder was? Ach nee, das ist so eine. Ja. Ein Ort, sag ich mal, in Kopenhagen, der. Ja. Frei vom Gesetz ist und ja, da darf Okay. man dementsprechend auch alles verkaufen. Ja. Naja, nicht alles, aber dort wird einiges angeboten. Kann mir schon vorstellen. Hatten ja schließlich auch genügend Zeit, sich damit zu befassen. Ja. Mal schauen, was sie hier heute leisten. Wer denkst du, gewinnt das Spiel? Auch wenn wir jetzt schon drei Runden gesehen haben. Ja, Was sind das also ich habe Bauern? eigentlich auf Quanti getippt. Hm, hab ich auch. Aber ich glaube, Nuke ist dann eher die Map von ESC. Also ich könnte mir jetzt nicht vorstellen, dass Quantic hier jetzt Nuke gepickt hat. Vor allem nach der Leistung in Kopenhagen auf Nuke erinnere mich da an die Matches gegen Alternate. Das war halt schon sehr knapp und kann mir vorstellen, dass es dann die Map von ESC ist. Sehe dann hier auch dementsprechend ESC vorne. Aber ich weiß nicht, was die zweite Map ist. Weiß ich auch nicht. Nehme an, die Train und da sehe ich dann zum Beispiel Quantic deutlich vorne. Mit den Autosnipers? Ja, der Autosniper. Mal schauen, ob wir Ja. die auch hier auf der Map sehen. Sehr wahrscheinlich. Boss wird ja dann spielen. So. Ist ja So. aber Erfahrung mit Autosniper. Falls man sich an Kopenhagen erinnert. Quantic auf jeden Fall Abgang eingenommen. Not Headshot gefangen. Kuben ist aber da. Bombe nach Rampe. Also es wird auf jeden Fall ein Rampe-Split. Kuben kassiert unten. Not ist Pascha auch schiebt jetzt low. zur Rampe. Kann Aber gar nicht mal. Quantic. Gehen sie da durch? Gegen die Arme? Sehr riskant. Oh,
schön von Neo. Pascha gerade am Cat, jetzt wieder an der Rampe. Eine ganz gute Smoke. Aber oh, er hittet ihn nur. Oh, wichtig, dass Neo da den Headshot bekommen hat. Dark Effect von Pascha hier. Aber Frost ist schon im Schacht und irgendwie eine 3-on-2-Situation, 1-on-3. Also oh, schön geblockt, damit er die Bombe legen kann. Nice. Schöne erste Equip-Round von den Amis. Weißt du, wer Ansager ist? Bei denen? Bei Quantic. Ehrlich gesagt weiß ich das nicht, aber hier von dem Dazed aus. Ja, wollte ich auch gerade sagen. Der saß auch bei den All-Star-Game in der Mitte und ich glaube, auf den Fotos, die ich sehe, saß der auch auf der Mitte, wobei das natürlich nicht eindeutig die Ansagerrolle festlegt, aber es ist schon sehr wahrscheinlich. Ja. So, Pascha konnte sich nochmal eine Arbe leisten. Frost auch mit Gegenarbe außen. Oh, sieht Pascha denn den Lauf vielleicht? Nee. Direkt setzen. Ich glaube, der hat ihn gesehen. Das war eine ziemlich starke Reaktion. Fast ja, so wie er zu stark. Hatte, hatte ich nicht den Eindruck, dass er ihn gesehen hatte. Was Lord jetzt eigentlich schon wieder gestorben? Kann ich keine mitbekommen. Ahnung. Absuchen. Am CD-Schacht gegen die Tür, die wurde aufgesprayt. Ah, okay. Ja. Von den Ts und er hatte dann Duell gegen. Wo wahrscheinlich? Der die ja. Rampe an. Aber diesmal ein Fake. Doch, Halle, go. Oh, und Tess kann da super durchhalten. Und die Smoke. Oh, ich hab's gerade den dritten noch mit Headshot. Stark von ihm. Stark von ihm, aber die Smoke dort, ne? Natürlich. Echt schwierig für die Ts da auch überhaupt durchzukommen, also ja. Leichte Frags auch für Tess, muss man auf sagen. Auf jeden Fall. Bringt sie aber in eine Eco. Mhm. Pascha hat jetzt einiges zu tun da außen gegen die Eco. Ja, hat doch hat Support von Lord. Na, einer schon Abgang runter, der Frost. Ja. Und noch schiebt niemand runter. Oh, Pascha hat jetzt dick zu tun da außen. Ja. Boah. Krasser zweiter Schuss. Der Junge. Gut drauf auf jeden Fall. Frost letzter. So, 5-1, mal sehen, was sie jetzt spielen. Können wir gut vorstellen, dass sie außen jetzt mal gescheit absmoken. Damit Pascha ist auch, glaube ich, sehr gut. Also, wenn die Gegner eine Awe haben, ist damit praktisch schon mal ein Spieler, ja, ausgeschaltet. Ja. Aber Pascha variiert. Wie man ihn kennt, oder? Geht jetzt zum Beispiel zum Außencat und so. Ja. Oh, Lord schon Lord wieder gestorben. Ja. Krass. Schon wieder durch. Warte, ich muss mal genau nachgucken, wie der gestorben ist. Das ist nämlich dieser Amerikaner-Bang, glaube ich. Er wurde durch die Tür vergoldet. Genau, ja. Genau. Das ist irgendwie so, den haben wir auch uns abgeguckt. Da mit dem Topspawn kann man Tür halt den Main-Spieler ja, bangen. Schießt mit da einfach drei, oder was? Ja, mit drei leichten Schüssen. Kann man einfach ihn töten und so ist er, glaube ich, auch gerade einfach gestorben. Ja, also, ja. Das habe ich so auch noch nie gesehen. Wir haben uns auch angeguckt im Nachhinein. Auch wirklich nicht schwer. Da waren auch ein Instant-Zugriff danach in den Vorraum, also dadurch jetzt die 3 gegen 3 Situation. Halla, Tess. Aber Box ist wieder abgesmuckt bei Sekunde 50. Bringt die Tess schon fast dazu, ja, Rampe anzugreifen und da wartet Pascha mit Ave und Neo ist auch schon dort. Also sobald die Smoke in der Box weggeht, ja, schiebt Pascha auch direkt wieder zum Cat, weil dann der Halle... Oh, und sie haben noch eine Smoke für die Box, also krass. Das ist fast unmöglich hier, außer Frost rastet jetzt hier in der Main aus. Gehen jetzt auch über Tür, gehen so mit der Smoke ein bisschen aus dem Weg. Cat erfolgreich
Aber Tess. Kratzen, aber den letztendlich Neo schon von hinten. Super, ja. Schon von ihm. Nicht den Headshot. Schade. Schöne Schuss von Zemfest. Also super stark von ESC hier, dass sie doch die Smokes bis Sekunde 30 haben. Das macht den Tess halt super schwer. Ja. Also einfach noch einen Ausgang komplett abgesmoked. Aber auch super, wie unmöglich. Sie das abgesprochen haben. Dass sie da immer perfekt nachsmoken. Echt gut. Eco bei Quantic. Jetzt sind hier ganz gute Gesichter, ne? Ja. Also. Aber. Laut dann doch in der Main zur Stelle. Schöne Shots. So, 7-1. Mich schon mehr über außen wünschen jetzt von Quantic. Ja. Und ich glaube, die hatten gerade auch die Nip-Smoke geworfen vom T-Dach. Die geht dann so, oder muss man so werfen, dass sie dann quasi auf dem Catwalk, CD-Catwalk liegt, dass man von dort nicht mehr außen zielen kann. Ach, so die kann über, übers Fenster, meinst du? Ja, quasi vom T-Dach zum Cat. Okay, das geht? Ja. Nip wirft die jede Runde. Krass, ja. Und kann dort, wo Pascha jetzt steht, würde er gegen Nip nichts machen können. Krass, weil dort immer abgesmoked ist, wenn sie außen gehen. Nicht schlecht. Das ist später weiter sein Standard. Also wenn wir auch wieder außenlastiger haben. Trotzdem kriegt Frost jetzt gleich das Duell gegen Pascha, das ist sehr wahrscheinlich. Aber Pascha kann vorher noch Zemfis killen, also ich würde sagen, das ist nicht so gut. Wo fährt man eine AWP? Hm. Was verschießt, Lot kommt hinten auch, perfekt. Ja. So, okay. Keine Probleme hier. Können die anderen beiden wenig machen jetzt. Dace probiert jetzt gleich auf den Frag in der Box zu gehen, aber ja, gerade gehört, er pusht auch direkt. Ja, jetzt kommt einfach der Zugriff. Oben macht er. Ja, sogar schon Wirbenschneide gekommen. Krasse Leistung von ESC, aber ein bisschen enttäuschend von Quantic. Aber Quantic auch sehr CD stark. Hab ja schon gegen das Team eigentlich auf den ESWC gespielt. Und ja, durfte da auch schon Nuke spielen. Eigentlich nicht so schlecht. Nuke. Da war es aber ein leicht verändertes Live. Ja. Aber ich glaube, der Kern ist da gleich. Vor allem auch der Ansager. So, jetzt mal was Schnelles über Main. Boah, die sind schon rein. Ganz gut auf. Boah, Antik hat leider nicht gefrackt. Boah, der macht. Pascha am Loch, glaube ich, noch. Ja. Jetzt wissen die wieder nicht, was sie machen sollen und. Wir sind auch weit weg, jetzt kommt Zemfis rein. Aber Antiket steht da halt zu gut. Aber Kuhm stirbt am Zettelschacht. Sehr stark. Überzahl jetzt. Oh, die Runde darf man nicht abgeben. Verschießt. Könnten eigentlich unten legen, machen sie auch. Aber Pascha ist direkt unten. Instant da. Sehr stark. Ja, der hätte diesen Schuss getroffen. Ja. Aber jetzt hat er auch keine Chance mehr. Wäre es nochmal knapp geworden, aber schon unmöglich, da eigentlich dann die Runde zu holen. Den geht er auch safen. Ja, wirklich? Immer noch Contact. Warum? Oh, wird auch geholt. Nimmt er die Arme? Ja. Wird sie wahrscheinlich Frost legen und vielleicht kriegt er dann endlich mal das Duell außen. Ja. Ah, Pascha mit einem 4. Vielleicht sehen wir ja mal eine Push-Runde von ESC. Ja. Würde jetzt ja ganz gut reinpassen, mal was zu variieren. Ja. Macht Nip ja auch ganz gern, wenn sie eine Runde verlieren, danach direkt pushen. Ja. Aber. Pascha geht in die Garage. Ins Todi.
Mantik zu fünft außen, ja. Also jetzt endlich mal was außen, was abgesmoked, aber auch endlich mal. Ah, Pascha sieht doch ein bisschen was. Oh, einen kleinen Schlitz hat er dort und Lord müsste schon am... Schafft Timing rum. Lord ist schon unten, kriegt jetzt hier gegen zwei Spieler Contact. Schöne Steps. Oben ist aber da eine Muss der jetzt wegschieben? Ah. Starke Hedge von Kuben, aber er kann perfekt setzen. So langsam aber sicher kommen sie ins Spiel. Tess hat aber noch unten. Sollten jetzt nicht alle dumm einzeln sterben. Was sehr schön wieder gespottet wird zum Schacht. Nice, ich bin jetzt sehr kontrolliert runter, muss man sagen. Da kann die ja auch nichts mehr machen. Sehr gut, zwei Runden in Folge. Aber ins Sparen hat man ESC jetzt noch nicht gedrängt. Eine Runde reicht. Aber man, dass diese Außen-Morg-Runde und so, was ich da meinte, das ist halt echt der Schlüssel auf der Map anscheinend. Also ja. Muss man auch spielen. Und dann unten ist halt, ja, ist halt ein ausgeglichenes Duell, was man halt gewinnen oder verlieren kann. Und wenn man da gleichmäßig austauscht, Back-Refract, ist das eigentlich ganz positiv für die TS. Pascha ist wieder arm, sie spielen direkt wieder in Standard. Noch Quantic scheint hier in Standard zu spielen. Senf ist auf dem Stein. Vielleicht kriegt er jetzt gleich mal das Duell. Ich werde auf jeden Fall gleich mal am Anfang der Runde auf Hiko gehen. Oder solltest du auch mal. Der scheint diesen Tür-Move echt jede Runde zu spielen. Hm. Macht er jetzt ja immer noch so eine Art. Frost traut sich nicht weiter vor. Wo ist der Rest? Vorraum. Kommt der Rampe also und Pascha schiebt gerade hin. Ah, schiebt wieder weg. KP. Ah, Kuhn ist aber schon da, ja. Weiß nicht, ob sie mit dem rechnen. Gut, dass Neo da runter geht. Oh nein, Kuben hat sich ganz kurz weggedreht. Oh, Pascha verschießt auch. Krass, jetzt also die Amis machen gerade einfach die Fax. Könnten sie gerade unter Cat gehen. Oh, spätestens wenn sie den zweiten spotten. Oh, das ist gefährlich. Sie gucken nämlich nicht hin. Oh, was denn, das macht den. Und jetzt wird's nochmal richtig eng, one-on-one. Oh, hat gesehen. Nur... Oh, er hat keine Zeit mehr. Und die Zeit läuft aus. Boah, krass. Oh, und das ist bitter. Teamkill plus Frost jetzt kein Geld bekommen, aber... Aber war das nicht eine Fehlentscheidung, da jetzt runterzugehen? Hast ja gesehen, die Zeit war schon auch sehr fortgeschritten, also... Okay, darauf habe ich nicht geachtet, da hast du recht. Ja, ist ja am Ende jetzt auch ausgelaufen, aber... Da blieb ihnen nichts anderes übrig. Aber... Issei war ja schon sehr verstärkt an der Rampe. Ja, gesehen, Kuben war schon da und... Ist Pascha gestorben? Da oben, bei dem Ghost, weiß ich gerade nicht. Weil wenn er stirbt, müsste man ja eigentlich wissen, dass Undercat frei ist. Na stimmt. Schnelle Halle go auf jeden Fall hier. Der steht am Spot, macht zwei Kills, sehr schön. Soll das erfüllen? Wissen, wo beide CDs sind. Boom hat noch nur eine Pistol. Jetzt war... Krass. TCG 1 und 2. Sind beide ein Kit? Kann TCG machen. Schöne vielleicht nochmal. Krass, sie machen das echt. Sie waren... Gute Runde, ja. Nicht voll equipped, oder? Ne, Kuma hatte nur eine Pistole. Aber hat dann irgendwie eine Waffe noch bekommen. Er hat den am T-Schacht überfahren. Aber wie kontrolliert sie das dann auch runterspielen? Der eine im Vorraum, da kommt nochmal eine Flash zum Spot, dann gehen sie drauf. Ja, und die Flash hat es dann wirklich auch ausgemacht. Er war für den T das so verschwommen, ja, dass er dann den Kill nicht setzen konnte. So, Hiko meint das. Hat kein Topspot diesmal. Er hat eh eine Eco. Ja, das außerdem.
Oh ne, die haben gekauft, was geht? Oh. Boah. Die haben mit 3000 gekauft oder so. 3,5. 4 Galils hatten sie. Alle wieder außen. Ja, und keine Smokes. Pascha wird da jetzt einiges machen können, falls sie wirklich durchgehen möchten. Wirklich keine Smoke mehr bei den Ts. Oh, sie boosten Cat. Hat eigentlich einen guten Winkel dafür. Ja, das sieht auf jeden Fall. Boah, er zielt. Oha. Sehr geil. Ich glaube, er hat's gehört von Lord, der in der Main steht. Nice. Hm, das kann auch sein, stimmt. Ja, das ist natürlich nur Tontaubenschießen für Pascha da. Ach, schade. Da lässt er nichts anbrennen. Da wird's wohl. Sie haben jetzt auch wenig Geld. Wird wohl ein 12-3. Ja. Schade, jetzt haben wir nicht sehen können, wie der Hiko das da an der Tür gespielt hat. Mhm. Der da wirklich. Mal, glaube ich, den First Weg oder drei? Nee, so oh. Zweimal war es, glaube ich. Einmal low, glaube ich. Ja, oder aber naja. Gern wieder gesehen. Ja, der schnelle Halle, go. Go, ja. Double Cup. Boah, komm es raus, Tess. Ausgemoved. BSC schon instant geschoben. Ach, schade. Der ist. Läuft da Neo in die Arme, 12-3 die Halbzeit. Topscorer Tess. Ich hoffe, dass die Amerikaner nur noch zurückkommen. Würde mich echt nochmal interessieren, wer jetzt hier wie gewotet hat, gewetot. Terror. Ist das Lord runter? Ja, also der Isaiah Client macht das ja so, zwar auch in der Online-Season, die spielen wahrscheinlich über den Isaiah Client. Ja, man ja an den Weddies und so. Der Dazed wird tatsächlich die Terrorseite gewählt haben. Also wollten da echt Terror anfangen. Dann hat sich ja auch die Sache erübrigt mit dem ja heißt es hier zweimal, die konnten zwei Vetos machen oder so. Ja. Das war ja dann andersrum. PC leckt. Also EC konnte drei Maps rausloten und Quantic 2. Ich glaube, das spielt auch irgendwie Karten von EC. Also ich bezweifle, dass sie da überhaupt was auf Cage, Mill oder Weige denn Dust letzte Zeit was gemacht haben, da sie ja auch allgemein auf den anderen Maps schon ja, Probleme hatten, sogar gegen uns. Was denkst du, ist die stärkste Map von ESC? Schwer zu sagen. Würde aber auf jeden Fall auch Inferno sagen fast. Aber Train sind ja auch gut. Hm. Die sind überall eigentlich ganz gut. Also ich verstehe auch nicht, warum sie in letzter Zeit jetzt nicht so gut sind. Aber es kommt auf jeden Fall wieder. Na, vielleicht ist das ihr Event hier. Ich hoffe es für sie. Ich hoffe es für Europa. Na gut, mit Nip hat man ja da immer gute Karten. Na gut, aber ich würde schon gern wollen, dass jedes europäische Team die erste Runde übersteht. Das wäre natürlich echt ein Zeichen. Ja.
guck mal derweil, wie es bei Nip steht. Ich glaube, die haben auch Fang. Erste Hälfte Mirage. Nip war Terror, hat 11 Runden geholt. Also 11 zu 4. Oh, das ist ordentlich. Ja. Na, der Reboot dauert ganz schön lange. Nimmt das jetzt vielleicht ein bisschen Momentum aus dem Spiel von ESC? Schwierige Frage, ich würde sagen nein. Muss doch irgendwie die zweite Map sehen können, das würde mich jetzt echt interessieren. Ja, steht halt TBA da in diesem Scoreboard, in dieser Übersicht. Ah ne, da waren wir. ESC. Train und Dust. Also in diesem Scoreboard, in dieser Übersicht steht Train und Dust. Wo siehst du das? Ich bin ja gerade auch. Musst du unten auf Click to see more draufklicken. Hast du's? Immer displaying top 6 matches und dann klickt sie more? Genau. Und dann hast du da ESC, die beiden anderen Maps, Train und das 2. Aber in welcher Reihenfolge, weiß ich jetzt auch nicht. Aber wahrscheinlich nächste Train und Train dann wahrscheinlich die Map von Quantic oder so. Ja, ja stimmt. Aber dass wir das sehen, das wäre schon krass. Das wäre jetzt super random. Ja, also ganz ehrlich, das ist super wahrscheinlich. Meinst du, Quantic gewinnt Train? Ja, also sie sind wirklich sehr, sehr gut auf der Map. Da bin ich gespannt. Da kann man sich auf jeden Fall noch drauf freuen, auf die Map. Gut, dass wir die sehen. Aber es geht jetzt los hier. So, auf die Pistole gespannt. Ja. Was hat Lord da eigentlich für einen komischen Avatar? Irgendein Manga. Mir. Boah, ne, ich will nichts Falsches sagen. So. Außenlastiger Aufbau. Wo Quantic auch gar nicht deckt. Deckt based mit einer 5-7. Also. Okay. Frost glaube ich auch, oder? Ja, Frost auch. Kein Hit gesetzt. Oh, sie rushen, oh, die rushen unter Cats. Wow. Ne? Oh, Frost. Da auch nicht mitgerechnet. Kein machen sehr wenig Damage auch. Spot der Boost. Catwalk. Ne, ne Kuben checkt da, ob Cat was ist und sagt, dass da frei ist und jetzt werden sie auch sofort hochgehen, wenn. Ja, Kuben geht auch sofort hoch. Gleichzeitig kommt die Main, also Zugriff perfekt eigentlich. So, Halle haben sie jetzt auch freigelassen. Boah, Simfis pusht da allein raus. Vielleicht ein bisschen übermütig, aber kann den Headshot setzen, wird oben überfahren. Und zu dritt aus dem Vorraum. Schwer. Ja, sehr, sehr schwer. Einer ist halt über der Pommes. Sehr, sehr gut. Hab allerdings zwei Smokes und ein Kit. Also optimaler kann es nicht sein. Kobi kann gar keinen machen. Aber aus dem Schacht ist perfektes Kreuzfeuer, Tasche von oben. Ach, bitte. Zweite Pistole, 4 SC. Damit haben sie wirklich überhaupt nicht umgehen können mit dem Rush. Auch wenn sie die Halle dann ganz gut eigentlich offen gelassen haben. Der ist mit einer Shotgun. Ich glaube, der wird der Rampe vorgehen. Da kannst du Geld farmen. Oder auch nicht. Geht einfach außen mit einer Shotgun. Das ist ja richtig, wie sagt man, kontrovers? Ist das ein richtiges Wort? Ja. Geil. Ja, egal. Eigenartig vielleicht. Ja. Best steht da, haben eine kleine Rampefalle aufgebaut. Mal gucken, ob Neo da reintappt. Geht ja eh herzlich wenig.
eine Mini-Falle. Aber der ist kein Headshot Oh, setzen. er gibt einfach einen Headshot anstatt zu flashen. Warum nicht? Also eben, technisch sind die wirklich gar nicht so übel. Ja. Da können sie auf jeden Fall mithalten. Boosten jetzt sogar noch. Tess verschießt einmal. Weiß genau, wo er ist. Ist zu fett, um ins Loch einzuhauen. Den Headshot von Nico. Oh Mann. Jetzt fallen sie. Aber dass das ein 2-on-2 wird. 2-on-1 TCK im Schacht. Ach, schade. Aber knappe Eco. Ja. Und Zempfis hat direkt gekauft. Der Rest zieht auch nach. Alle Mann mit Farmers. Hiko mit Max 7. Wird wahrscheinlich Pommes decken dann. Ja, oder Abgang. Ja. Haben sie schon geschossen? Nee. Haben auch schon mit der, ich wollte schon USP sagen, mit der P2000 erst geschossen, aber jetzt haben sie auf jeden Fall auch gemerkt, dass sie gekauft haben. Kommen da ganz gut an Abgang. Nico. Ja, aber ich spiele es auch ein bisschen anders da unten an der Treppe. Du willst jetzt gleich Kontakt an der Rampe haben, sobald die Smoke weg ist. Der Shotgun gegen Neo. Abgang sind sie schon. Sam ist im ersten Kontakt, dann zieht Days drum. Oh, er kann zwei machen. Schönes Doppel eigentlich. Jetzt nimmt Neo die Rampe ein und Higo zieht sich zurück. Schön gemacht. Sieht gar nicht so schlecht aus. Ja, wenn Neo jetzt von hinten Schach kommt, also. Alter, geh raus, bitte. Main rein. Boah, jetzt wird's schwer über Rampe. Über die Schäfte. Aber HP-Vorteil ist bei Quantic. Ah, aber Neo, sehr schön Headshot. Gegen Hiko da. Jo. Was haben sie da jetzt am Ende gemacht? Quantic? Nee, ESC. Neo hat sich Rampe zurückgezogen. Zwei waren unten. Ja. Wie sind die dann wieder über Rampe geschoben? Ich habe das nicht ganz mitbekommen. Ich fahre jetzt ehrlich gesagt auch auf Neo. Aber sind irgendwie in die Halle gekommen, ne? Also, ich weiß jetzt nicht wie. Vorraum unwahrscheinlich. Was ich mir vorstellen könnte, wäre über Schächte. Da sie ja Abgang unten waren. Also, es macht am meisten Abgang. Sinn. Ich glaube, sie sind wieder über Abgang hoch, weil einer ist Main reingekommen. Hm? Das könnte sein. Na egal, auf jeden Fall schon mal das Draw für die Polen. Letzte Chance für Quantic im Spiel zu bleiben. Drei Max 7s. Dazed mag irgendwie die 5-7. Hat sich schon wieder. Doppelnden Abgang. Ja, wieder eine kleine Falle. Siehst du das? Mit Samphis ja. Und Dazed. Sie da jetzt einfach hinterhergehen. Stark von Hiko an der Rampe gegen Neo. Also Hiko habe ich auch gelesen, vorher soll wohl einer der besten sein. Besten Amis. Skilltechnisch. Boah, was ein Headshot von Dazed. Stop Cats. Kann er auch keinen mehr machen. Boah, und Zipfis kriegt ihn nicht kaputt. Und der Leiter mit der Shotgun geht mittlerweile auch nicht mehr. Ging so gut. Mit der Pistol geht's aber noch, oder? Nee, auch nicht mehr. Nicht? Wurde das mal gepatcht oder was? Egal, ja. Bombe unten gelegt. Boah, Schacht nach einer Tito. Eigentlich keine Chance, hat kein Kit. Muss Gas geben. Fehler mehr.
Erste Map geht an ESC. Schon sehr, sehr Souverän. deutlich. Ja, auf jeden Fall souverän. Aber dein Read, zweite Map, geht an Quantic. Mal schauen, ob es jetzt wirklich Train wird, aber alles spricht dafür. Somit bis gleich hier, zweite Map, D-Train, Quantic gegen ESC.